Im vierten Abschnitt des Systemdynamik-Lehrbuches geht es um das Erstellen eines Modells. Und zwar um ein einfaches Modell, das Modell von kommunizierenden Gefäßen. Sie sehen hier auf dem Bild zwei Gefäße. Eines ist ein bisschen höher gehängt als das andere und die sind verbunden über einen Schlauch. Jetzt können wir ein paar Größen festlegen. Zum Beispiel der Querschnitt des ersten Gefäßes sei 2,5 Quadratdezimeter. Das zweite Gefäß habe einen Querschnitt von 1,5 Quadratdezimeter und die Anfangshöhe sei im ersten Gefäß 6 Dezimeter, also immer vom Boden her gemessen, also von gleicher Höhe. Und im zweiten Gefäß sei das nur 1 Dezimeter. Also wir dürfen das Gefäß schon höher hängen, müssen aber die Höhen von der gleichen Ebene aus messen. Dann die Stromstärke, die kann man irgendwie abschätzen. Nehmen wir an, wir messen 1 Deziliter in 2 Sekunden, und zwar am Anfang, also bei diesen Anfangshöhen. Und nun nehmen wir an, dass das ein lineares Widerstandsgesetz sei. Also das heißt, der Schlauch wirke mit einem linearen Widerstandsgesetz. Dann können wir sagen, der Höhenunterschied, es geht also nicht um die absolute Höhe, sondern nur der Höhenunterschied, der treibt da die Flüssigkeit an. Der Höhenunterschied sei ein Widerstand, den wir noch bestimmen müssen, mal die Volumenstromstärke. Und jetzt können wir diesen Widerstand abschätzen aufgrund dieser Angaben. Wir können sagen, der Widerstand ist ja Höhenunterschied durch Volumenstromstärke. Also I Index V steht für Volumenstromstärke. Höhenunterschied ist am Anfang 1/2 Meter. Jetzt ist es wichtig, dass wir hier SI-Einheiten verwenden, also Meter, Kubikmeter und Sekunde. Dann der Strom, das ist 1 Deziliter in 2 Sekunden. Das ist 1/2 Deziliter in einer Sekunde. Also das wäre 1 Liter, das wäre 1 Deziliter, das ist 1/2 Deziliter pro Sekunde, ausgedrückt in Kubikmeter pro Sekunde. Jetzt können wir diesen Bruch auswerten und dann bekommen wir 1 mal 10 hoch 4 und die Einheit ist Sekunde pro Quadratmeter, wie man hier erkennen kann. Wenn wir das System soweit vorkonfiguriert haben, dann können wir mit dem Modellieren beginnen und das möchte ich jetzt zeigen. Sie sehen hier die Modellierungsoberfläche vom Tool Berkeley Madonna oder wie es hier heißt, das Flowchart. Jetzt können wir da oben einen Topf holen und jetzt schreiben wir diesen Topf eben nicht mit Topf an, sondern mit dem, was drin ist. Das wäre also das Volumen 1. Dann kopieren wir diesen Topf, dann haben wir nämlich genau ein Volumen 2. Und jetzt verbinden wir diese beiden Töpfe mit einem Fluss und schreiben I Index V. Diese Anordnung, die wird dann so behandelt, eben wie Töpfe und Flüsse. Das heißt, wenn hier ein Fluss wegfließt, dann wird er hier andauernd abgezogen und hier wird er dann andauernd dazugezogen im Sinne einer Bilanz. Jetzt nehmen wir so eine Kugel und schreiben diese Kugel an mit H1. Dann kopieren wir diese Kugel und dann haben wir schon ein H2. Und jetzt müssen wir feststellen, wer wen beeinflusst. Wir können zum Beispiel sagen, das Volumen ändert sich ja dauernd durch den Abfluss oder Zufluss. Aber das Volumen dividiert durch den Querschnitt, das gibt dann die Höhe. Das heißt, wenn sich das Volumen dauernd ändert, ändert sich auch die Höhe. Auf der anderen Seite dasselbe, das Volumen beeinflusst die Füllhöhe, und zwar andauernd. Und dann können wir sagen, die beiden Höhen beeinflussen dann den Volumenstrom. Nehmen das nach unten hier so. Und dann haben wir eigentlich die Struktur des Modells schon gezeichnet. Also hier haben wir die Bilanzebene. Aus dem Volumen ergibt sich die Höhe und die Höhendifferenz, die treibt dann den Volumenstrom an. Da haben wir noch
einen Knopf für Globals. Wenn ich hier drücke, dann sieht man, dass ich die Größen, die ich jetzt brauche, schon vordefiniert habe, nämlich Querschnitt 1 in Quadratmeter. Das waren ja 2,5 Quadratdezimeter, A2 in Quadratmeter, Anfangshöhe 1, Anfangshöhe 2 und eben dieser Widerstand von 10.000 mal Sekunde pro Quadratmeter. Kann ich hier den Topf öffnen, dann steht hier init V1 gleich Fragezeichen. Und jetzt sage ich V1, das ist der Querschnitt 1 mal die Anfangshöhe 1. Und Sie sehen, das Fragezeichen verschwindet. Jetzt gehe ich in den anderen Topf und sage A2 mal H2,0, das ist die Anfangshöhe, also Grundfläche mal Anfangshöhe gibt den Anfangswert. Das heißt, bei den Töpfen muss ich ja nur die Anfangswerte eingeben. Und dann mit dem Strom ändern sich diese Werte, das heißt, Volumen 1 wird immer kleiner, Volumen 2 immer größer. Dann H1, das ist eben das Volumen, das habe ich jetzt da oben in diesem Fenster oder diesem Teilfenster und das dividiere ich jetzt wieder durch A1. Also V1 durch A1 gibt die aktuelle Höhe. Hier H2, das ist V2 dividiert durch A2. Und dann, hier ist es, also jetzt bleibt nur noch der Volumenstrom und der Volumenstrom ist die Differenz der Höhen. Da muss ich aufpassen, ich nehme H1 minus H2. Das Vorzeichen überlege ich wie folgt. Wenn H1 größer ist als H2, dann fließt das Volumen in die Richtung dieses Pfeils. Das ist nämlich der Bezugspfeil. Also muss ich schreiben H1 minus H2, dann ist Delta H größer 0, wenn der Strom dann in diese Richtung fließt. Und jetzt dividiere ich durch den Widerstand RV nach dem Gesetz, das wir formuliert haben. Und schon ist das Modell fertig. Jetzt kann ich bei Parameters das Parameterfenster öffnen. Dann habe ich hier schon 100 Sekunden eingegeben als ganze Simulationszeit. Der Zeitschritt, also so wie gerechnet wird, das sind nur 2 Hundertstel Sekunden. Dann an den anderen Werten, die sind ja bei Globals definiert, sollte ich jetzt hier nichts ändern. Da könnte ich noch die Integrationsmethode wählen, aber Runge-Kutta 4 ist schon optimal. Dann kann ich das laufen lassen, also entweder vom Parameterfenster aus rennen und dann erscheint ein Fenster. Das ist jetzt ein bisschen groß geraten, machen wir es ein bisschen kleiner. Und dann werden irgendwelche Werte angezeigt. Und das ist natürlich nicht das, was wir unbedingt wollen. Also Doppelklick in die Mitte und einmal alles rausschmeißen. Und dann überlegen, welche Größen sind interessant. Da wäre mal H1, H2 und der Volumenstrom wäre vielleicht noch interessant. Also der Volumenstrom, das ist eine andere Größe, also setze ich die auf die rechte Achse, also diese Größe. Und dann sieht man hier, wie der Volumenstrom runterkommt. Man muss aber aufpassen, das hier ist 1,5 mal 10 hoch minus 5, also nicht 0. Und hier bei den Höhen geht es nicht auf 0. Wenn man das ändern will, dann kann man hier bei Skalierung sagen, auf der linken Seite, da möchte ich 0 am Anfang und dann auf der rechten Seite möchte ich auch 0 am Anfang. Und dann habe ich hier auf beiden Skalen den Nullpunkt unten. Jetzt sieht man, die Höhen gehen gegeneinander, aber es findet noch kein Angleich statt. Also setzen wir die Simulationszeit
mal auf 500 Sekunden und dann laufen die Höhen gegeneinander. Also der Prozess kommt zum Stillstand, nicht wenn die Volumen gleich verteilt sind, sondern wenn die Höhen gleich groß sind. Wenn keine Höhendifferenz mehr da ist, dann wird kein Volumenstrom mehr angetrieben. Dieses Modell ist sehr simpel. Es ist nicht anzunehmen, dass der Volumenstrom proportional zur Höhendifferenz ist. Da müsste man noch ein bisschen mehr Theorie machen, ein bisschen mehr Messungen. Aber im Prinzip habe ich jetzt gezeigt, wie man mit einem Systemdynamik-Tool so ein Modell erstellt. Mathematisch sind das alles Exponentialfunktionen. Das hängt damit zusammen, dass die Gefäße zylinderförmig sind und das Widerstandsgesetz linear. Aber jetzt kann man hingehen und nicht zylinderförmige Gefäße nehmen. Man kann versuchen, diesen Strömungswiderstand exakter zu formulieren und so weiter und so weiter. Das werden wir dann im Kapitel Hydraulik das erste Mal machen.